Bereits zum 10. Mal in Folge feierte das Ruhlaer Bergvolk an diesem 1. Juni-Wochenende ihr Naturparkfest. 2 Tage lang wurde getanzt, gefeiert, musiziert, zugehört, gewandert und geraten. Während der Samstag vor allem die Stadtmitte auf dem Markt zum Tummelplatz verwandelte, stand der Sonntag im Zeichen des Waldgottesdienstes. Abwechslungsreich und interessant gestaltet konnten die Organisatoren, allen voran Silke Möller vom Fremdenverkehrsamt der Stadt Ruhlaer, auch in diesem Jahr wieder bei den Gästen punkten. Ja, es ist mittlerweile eine feste Größe bei uns geworden und ich denke, die Leute freuen sich jedes Jahr schon drauf, auch die Kinder freuen sich drauf. Sie haben mich schon gefragt, hast du wieder einen Hüpfburg, hast du das Wasserspielmobil? Und man sieht daran, es ist eine Akzeptanz in der Bevölkerung, die Menschen warten wirklich drauf, es macht Spaß, es sind immer alle da und alle haben heute einstimmig gesagt, es war schön, sie hatten ein Lächeln auf dem Gesicht und da kann man sagen, nach 10 Jahren Naturparkfest ist das ein gutes Ergebnis, dass die Leute gerne kommen, dass sehr viele Kinder kommen, dass viele Kinder kommen, auch unsere Naturparkspiele mitmachen. Und das ist eigentlich auch das, was wir erreichen wollen. Wir wollen Umweltbildung mit Freude verknüpfen. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Das sollten wir auch weitermachen. Ich bin eigentlich ganz stolz drauf, dass wir mittlerweile ein ganz großes Netzwerk hier aufgebaut haben. Ganz tragend ist wirklich der Naturpark selbst, Naturpark Thüringer Wald. Das ist ja ein Verband mit Sitz in Friedrichshöhe. Wie gesagt, dort war heute auch der Geschäftsführer des Verbandes hier, hat auch mit begrüßt, da haben wir uns ganz sehr gefreut. Es ist natürlich auch der Geopark dabei, Thüringer Geopark Inselsberg Dreikleichen. Auch das ein ganz fester Partner. Ganz wichtig ist das Naturschutzzentrum Alte Wart. Der Bernd Reder ist der Chef dort, der hat dann auch die Naturparkspiele mit vorbereitet, auch mit organisiert. Dann sind natürlich viele Vereine Ruhlaers dabei, die Feuerwehr ist dabei, Treffpunkt Familie, Arche Nova, der neu gegründete Lux-Festspielverein, der auch sehr gut angekommen ist.